Einen wunderschönen guten Tag hier in der Filmlounge. Jetzt gibt es für euch die Review zu San Andreas. Und San Andreas ist eine Erdplattenverwerfung, die eben, sobald sich dort was bewegt, zu einem verheerenden Beben in der Westküste in den Vereinigten Staaten sorgen wird. Und wer den Trailer schon mal gesehen hat, der kann sich denken, dass genau das passieren wird. Beziehungsweise im Trailer sieht man es und alleine wenn man die Story schon hört, weiß man, okay, dort könnte etwas passieren und dort haben wir noch einen Rettungshubschrauberpiloten, gespielt von Dwayne Johnson, der, als das Beben losgeht, versucht, von Los Angeles nach San Francisco zu seiner Tochter zu gelangen. Doch noch bevor er dort ankommt, geht dieses Beben und diese Naturkatastrophe erst richtig los. Und dort bleibt einfach wirklich kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Und wie das ungefähr aussieht, wenn die Welt untergeht und Roland Emmerich nicht Regie geführt hat, das seht ihr hier im Trailer. Bist du verletzt? Bist du verletzt? Die Menschen müssen erfahren, dass das Erdbeben noch nicht vorbei ist. Es wird uns erneut treffen. Und dann mit einem Monsterbeben. Oh mein Gott. Die Erde wird im wahrsten Sinne des Wortes auseinanderbrechen. Und selbst an der Ostküste wird es noch zu spüren sein. Ich hab dich lieb, Dad. Ich kann es nicht deutlich genug sagen. Sie müssen hier weg. Und ich meine sofort. Falls Sie das nicht können, möge Gott mit Ihnen sein. Wir müssen über sie rüber, bevor sie bricht! Dwayne Johnson ist ja mittlerweile ein absoluter etablierter Schauspielstar. Der hat es echt geschafft, aus dem Wrestling-Ring hoch in die erste Riege der Schauspielstars zu kommen. Und so war es auch an der Zeit, dass er wirklich seinen eigenen fetten Blockbuster bekommt. Er als Superheld, der versucht, irgendwie die Welt zu retten. Das nimmt man ihm ja auch aufgrund unter anderem seiner Muskelpakete, gleichzeitig aber auch im Ernst jetzt durch seinen Sympathiefaktor auch durchaus ab, dass er in der Lage ist, eben seine Tochter und andere Menschen zu retten. Was bei Katastrophenfilmen ja immer so ein bisschen schwierig ist, ist, man weiß relativ früh, was passiert. Also eigentlich auch schon bevor man die Karte löst, man will ja eigentlich nur sehen, wie die Welt untergeht. Was daran aber immer ein bisschen krankt ist, wo ist da jetzt die Dramaturgie? Was kann da jetzt tatsächlich passieren? Und wie viele Menschen sterben? Das ist eigentlich so die interessanteste Frage. Und das ist auch das Problem, was ich bei San Andreas habe. Sogar irgendwie mehr als bei anderen Katastrophenfilmen. Denn hier geht einfach relativ früh alles kaputt. Und es gibt auch irgendwie wenig Hoffnung, weil es wird alles kaputt gehen. Und da passiert halt irgendwie nicht mehr. Der Film geht knapp 2 Stunden und es geht einfach nonstop alles kaputt. Und das ist dann eben auch an einigen Stellen überhaupt nicht mehr spannend, weil man sieht eben wieder einmal digitalisierte Landschaften, die irgendwie kaputt gehen und beben und krass. Und jetzt kommt hier noch eine Welle und das ist noch irgendwie heftig. Das ist für mich so klassisches 90er-Jahre-Kino, wo man irgendwie die Eier zeigen konnte. Wow, guck mal, wir können hier eine fette Welle irgendwie digital animieren. Was mich damals auch irgendwie mehr überzeugt, das kann auch am Alter damals gelegen haben, aber hier gibt es einfach keine richtige Dramaturgie. Es gibt einen Fakt, das passiert. Dwayne Johnson versucht jetzt noch irgendwie seine Tochter zu retten und noch so ein paar andere Menschen. Aber das ist es eigentlich, was man sich dort anschaut. Wer also total auf so digitale Tricks steht und möchte sehen, wie irgendwie alles kaputt geht, der kann sich San Andreas durchaus anschauen. Ansonsten ist der Film ein bisschen platt geraten. Es gibt auch immer wieder so diese One-Liner, so, ja, ich rette dich, ich bin der Starke, Dwayne Johnson.
mit etwas besseren Spezial- und Soundeffekten, als ich sie jetzt versucht habe, nachzumachen. Aber am Ende des Tages überzeugt der Film jetzt nicht wirklich, da er auch nicht sonderlich spannend ist. Restliches Handwerk ist solide, aber mehr als, geben wir ihm einfach mal wirklich auch wieder solide 5 von 10 Punkten, kann ich San Andreas einfach nicht geben, auch nur aus Sicht von, ich gucke mir gerne ein paar CGI-Effekte an. Wer das anders sieht, kann das gerne in den Kommentaren hinterlassen. Und was für euch wichtig ist bei einem Katastrophenfilm, seid ihr auch eher die Leute, die sagen, ich will eigentlich eh nur sehen, wie alles kaputt geht? Oder könnt ihr euch auch vorstellen, dass mit so ein bisschen mehr Story das Ganze auch irgendwie auf einer anderen Ebene funktionieren kann? Schreibt es gerne in die Kommentare oder schaut euch auch die Review zu Poltergeist an, ein Horrorfilm. Habe ich die Review natürlich auch dazu gemacht, startet am selben Tag wie San Andreas. Unten links oder unten rechts die neueste Folge I Heart Film. Da geht es nämlich auch über Technik im Kino, dieses Mal über 3D-Filme. Schaut gerne vorbei und dann sehen wir uns bald wieder hier bei einem neuen Video in der Filmlounge. Macht es gut und adieu.